Markus, der Weg, was ist das genau? Der Weg ist ein Brückenangebot, und zwar in Sargans mit Praktika und Schulblick. Mädchen und Buben sind da? Genau, es ist offen für alle. Ab welchem Alter? Ab Schulaustritt, Oberstufe. Und für wer vor allem? Für Leute, die noch keine Lehrstelle haben, die nicht wissen, was sie möchten, die sich auf eine höhere Schule vorbereiten wollen, also ganz breit gefächert. Und jetzt haben wir zwei da. Und du bist quasi der, der es ins Leben gerufen hat. Marlis Biesling kommt dann nachher noch, die gehört auch dazu. Genau. Die steht jetzt noch hinten dran. Das ist Marlis. Und du bist eigentlich derjenige, der es ins Leben gerufen hat, der vor einem Sozialjahr hier eben so ganz angeboten hat. Das ist jetzt inzwischen im Kanton. Und du hast jetzt auf einen Weg gemacht für ein neues Angebot, eben der Weg. Und jetzt haben wir da zwei. Ein Mädchen und ein Bursch, wo du ein fragst, was? Der Bursch ist sicher ein Volleyballer. Ja? Nein, nein. Nicht? So ein grosser. Und? Das Mädchen. Jetzt, Markus, auf geht's. Gut, die junge Dame ist zwar schon lange volljährig, aber kein Mädchen mehr. Elena, was erwartet uns heute Abend? Heute Abend erwartet euch eine hammergeile Show. Und was ist das genau, Luca? Ein Theaterstück mit Musik, Schauspiel und ein Rückblick über das ganze Jahr. Wenn wir das Jahr jetzt noch mal schnell Revue passieren lassen, was ist schon dem Jahr passiert? Was hast du erlebt? Wir haben Familienpraktikum gemacht und Betriebspraktikum, und zwischendrin haben wir blöckweise Schule gehabt. Und Luca, was hat dir speziell gefallen oder was hat dir nicht so gefallen? Beide Praktika haben mir gefallen, der Unterricht, wie es war, die Klasse hat mir natürlich auch mega gefallen und ja. Und das Ziel ist ja, dass man einen Anschluss hat. Wie geht es bei dir jetzt weiter nach der Sommerferien, Elena? Ich mache Bäckerkonditorlehre, die dreijährige EFZ. Ja. Und der Luca? Ich mache Lehre als Maurer für 2 Jahre EBA. Also, das Jahr hat in dem Sinn so gefallen. Wie sind denn so die Klassenkameradinnen und Kameraden, die sich jetzt nicht trauen, um etwas zu sagen? Sind sehr lustige und unterhaltsame, ja. Und Luca, für wer würdest du das Angebot empfehlen? Wer soll da herkommen zu der Weg? Für alle, die unentschlossen sind oder die sich zum Beispiel an einer höheren Fachschule wollen, vorbereiten und ja, wenn man wirklich nicht weiss, was man jetzt noch in der Zukunft machen will, ist das ein super Angebot. Kommt gut an, gell, Markus? Ja. Du, hast du schon mal gefragt, habt ihr auch gelernt, früh aufzustehen, weißt du, bei euch oder wenn habt ihr auch mit der Schulanfang gehabt, der Praktikum? Dann fragen wir doch gerade mal, wie es so ausgesehen hat. Du bist ja nicht gerade vom so ganzen Land, du kommst von wo? Ich komme von Altstetten und ich habe sicher mehr als eine halbe Stunde weg gehabt. Und wenn wir so um 9 Uhr angefangen haben, habe ich sicher mal auf den 7.21 Uhr zugehen. Aber was ist jetzt neu? Dann musst du dann viel früher aufstehen, nehme ich an. Ja, nachher muss ich so 2 aufstehen. Hast du geübt schon? Ja, tipptopp. Echt? Ja. Und das schaffst du? Ja. Fertig mit Party am Abend? Fertig Party, ja. Oh, hey, hallo. Also du hast dich ja schön trainiert. Also trainiert, habe ich mir gesagt. Jetzt schauen wir mal, wie es beim Luca aussieht, weil er kommt nämlich aus dem Rheintal. Wie hast du müssen aufstehen? Ich habe nämlich sehr überwiesen, wir sind, dass ich um das Ballgach und das ist ja gerade nöch. Bin ja auch, wenn wir um 9 Uhr angefangen, 7:30 auf den Zug und dann nachher, ja. Kannst du singen, Luca? Nein. Aber kann doch jeder Mauer singen? Nein, nein. Mal komm. Singen ist meine Schwäche. Aber echt wahr? Aber einer von unseren bekanntesten Sänger, oder? Die SDS, war eigentlich ein Mauer gewesen, oder nicht? Weißt du, welcher? Nein. Mal. Gut, du musst ein bisschen studieren, wir wissen es. Du, Markus, wie hast du so erlebt, also mit den Boys und Girls? Vom Einsatz her Engagement? Wunderbar, es waren natürlich wenig dieses Jahr und das war ein Vorteil für uns und auch für die Schüler. Aber sie haben das alle wirklich super gemacht. Tollen Einsatz, haben gut mitgearbeitet, wirklich lässig. Gut, jetzt nochmal der Luca. Hast du studiert? Ich weiß es immer noch nicht. Luca Henni. Ah! Ja, das ist ein Maurer. Jeder Maurer. Ich habe nicht gewusst, dass er ein Maurer ist. Ja, der Göhle doch auch, oder nicht? Die können alle singen. Also ich kann nicht singen. Nein. Nach der Lehre. Vielleicht nach der Lehre. Nach der Lehre startet meine Singkarriere. Okay, gut. Ja, dann freuen wir uns auf die Show, oder Markus? Ja, würde ich auch meinen, ja. Und gehen wir zu Marlis hinter. Marlis, was ist denn so? Du bist ja zuständig für Praktika, gell, nehme ich an. Also das Gleiche wie der Markus. Ja. Wir haben uns einfach die Schüler geteilt, also halb-halb für diese Zeit. Wie hast du erlebt, das Jahr? Ich habe es spannend wie jedes Jahr erlebt. Es sind einfach junge Leute. Und es ist auch schön, wenn du siehst, was nachher rauskommt am Schluss. Und dass jeder eine Lösung gefunden hat.
Und jetzt hoffen wir, dass es für alle so gut weitergeht, wie es jetzt heute aussieht. Apropos weitergehen, wissen Sie schon, wie viele haben Sie schon für das nächste Jahr? Also 16 oder 17. Das heisst also, als neue Angebote kommen. Also wir sind gefüllt mit 16 Leuten. Und es sind noch ein, zwei, die auf der Warteliste sind. Aber ich denke, jetzt schauen wir dem entgegen. Vielleicht fünf von den jetzigen Angemeldeten auch noch über die Lehrstelle. Dann können die nachrutschen. Aber es ist unglaublich. Das Sozialjahr, das erfolgreich war, haben das abgegeben. Jetzt haben sie den Weg gemacht, ist wieder erfolgreich. Also, das heisst, also, ihr seid irgendwie wirklich so Hoffnungsmaker. Ich denke, wir sind einfach ein gutes Team, der Markus und ich. Und dem hängt es wahrscheinlich schon ein bisschen ab. Weil man muss ein bisschen flexibel sein und gut zusammenarbeiten und einfach Hand in Hand. Er hat ein Zündhölzli erzündet und es hat eine Flamme gegeben. Und er hat für die Zigarette wollen, das Feuer vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Strassach gekommen. Und es hat noch fast ein Loch in den Strassach gegeben davon. Ja, man weiss, was kann passieren, wenn man nicht aufpasst mit Feuer. Und für die Glut der Zigarette ist der Strassach von der Zür. Und vom Strassach geht da draus, können es Feuer. Und wer weiß, was da nicht alles noch erwartet aus. Es hat eine Branke im Quartier, es hat die Feuerwehr müssen kommen. Es hat die Kornet in der Straße und den Schluck vom Magen genommen. Und sie hätte Wasser gespritzt und es hätte sie gleich nicht genützt. Und die ganze Stadt hat brennt, es hat sie nicht mehr geschützt. Und wir wären nur gesprungen in der Angst und haben gut. Hätte gemeint, ihr gar nicht für Bad, hätte Sturm erneuert wird. Also früher wäre ich schuld, das ganze Land wie ein Tumult. Dass man geschossen hat auf Bundesrat am Rednerpult. Du noch hätt interveniert und du noch gäng mir so verloren. Für die Schweiz zu Frieden zu retten, wäre bald mit Panzer gekommen. Setz ich uns den Abis nah auf Europa, Afrika. Setz den Berg regieren und Menschheit wär jetzt nimmer da. Er hat das Zündhölzli erzündet und das hat eine Flamme gegeben. Und er hat für Zigaretten will das Feuer vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davor gespickt und auf den Strassach gekommen. Nur blöd, dass er es vom Strassach nicht mehr weg hat genommen. Was sind denn Ihre Hauptaufgaben als Präsident? Also Präsident, so wie das Wort sagt, das ist Vorsitzende. Also ist wie wieder halt der Vater, der vorne sitzt und sagt, wo die anderen was machen müssen, oder? Im meisten befällt sowieso die Mutter. Nein, eigentlich ist eine leitende Funktion, eine Repräsentationsperson, wie im Tobi da repräsentiert, ist ein Verein gegen aussen und setzt Sitzungen. Hat meine Vorstandskollegen. Und ein Verein ist so gut, wie der Vorstand ist. Der Präsident, wenn ich bin, wir haben so wenig Probleme gehabt dieses Jahr. Es ist gelogen. Aber ich muss sagen, ich bin stolz, Präsident von dem Verein zu sein, in verschiedenen Vereinen zu sein. Das ist der schönste Verein, wo ich Präsident bin. Und die Aufgaben sind wirklich leiten, führen, gegen aussen mal herstehen, wenn es Probleme gibt, miteinander besprechen. Wir haben das auch ein paar gehabt. Und das gibt vielleicht einmal das Stichentscheid vom Präsidenten. Ich glaube, eins, zweimal vorkommt in den 3 Jahren. Und dann liegt es am Präsidenten, sagen ja oder nein. Und dann der letzte Wort hat er eigentlich. Okay, super, danke mal. Ja, und also das so entscheidend, dann macht Ihnen das Spaß? Oder ist es mehr so, ich muss es jetzt halt machen? Nein, wenn es nicht Spaß machen will, würde ich es nicht machen. Es hat doch dieses Jahr ein paar happige Momente gehabt. Also, dank dem Virus natürlich, ist bekannt, wir haben so viele Schüler dieses Jahr gehabt. Das ist, nicht immer Klartext, wir sind in der Familie, da ist es ums Finanzielle gegangen. Wir müssen auch schauen, wie es weitergeht. Und das ist der Moment gekommen, wo wir einen Entscheid treffen müssen, weiter oder nicht. Für mich selbstverständlich war. Wenn ich euch da sehe, ich weiss, dass das Richtige ist, dass wir weiter das machen. Und der Stichentscheid ist für mich das, was der wichtigste. Ja, wir machen weiter. Liebe Schülerinnen und Schüler, geschätzte Gäste, bevor es Zeugnis gibt, müsst ihr mir jetzt zum letzten Mal zuhören. Allerletzten Mal. Dann gehen wir das Zeugnis über. Und dann sind wir dann offiziell entlassen. Schuljahr 2020-2021 war speziell. Speziell aus ganz vielfältigen Gründen.
Erstens einmal Corona, der Herr Präsident hat schon gesagt, hat uns natürlich einiges durcheinander gebracht. Wir haben bei den Praktiken Schwierigkeiten gehabt, wir haben aber vor allem natürlich Masken müssen anlegen im Unterricht und so weiter und so fort. Das zweite Spezielle ist, dass es eine kleine Klasse war. Wir sind 8, die jetzt hier abschliessen, total sind 10 bei uns gewesen. Und das ist doch eine ganz kleine Gruppe. Das dritte Spezielle ist die Zusammensetzung der Klasse. Das müssen wir sagen, es war wirklich ganz toll gewesen. Das waren tolle Charaktere, die haben auch gut zusammengepasst. Die haben das gut gemacht miteinander. Es war ganz angenehm und lustig gewesen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und das, was auch speziell war, das hat der Herr Präsident ebenfalls schon gesagt, sind Finanzen gewesen. Aufgrund von der Schülerzahlen, aufgrund von Corona und aufgrund von dem, dass wir erst gerade angefangen haben vor einem Jahr, haben wir arge finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Und das ist für mich jetzt ganz ein wichtiger Grund zum Danken sagen, dass wir überhaupt weitermachen können. Hat es nämlich etwas gebraucht. Und in erster Linie danke ich ganz herzlich der Gemeinde St. Gans. Die Gemeinde St. Gans ist die einzige öffentliche Institution, die uns unterstützt. Sie tun uns einen Teil von der Miete vom Broderhaus, von der Gemeinde gehört, tun sie uns Sponsoren. Und in diesem speziellen Jahr haben sie von dem kleinen Teil, der noch übrig bleibt, nochmal einen Teil rausgelassen. Und das war für uns ganz toll gewesen. Und Andrea Büsser, Gemeinderätin, die heute da ist, ganz herzlichen Dank dir und bitte auch deinen Gemeinderatskollegen so weiterleiten. Herzlichen Dank auch an alle Mitglieder und Gönner und Sponsoren. Wir haben eine Aktion gemacht, möglichst viele neue Mitglieder zu gewinnen. Das ist uns gelungen. Und das war ganz toll gewesen. Und ebenfalls muss ich da noch sagen, der Franco Arena ist ja Coiffeur, haben wir gehört. Und ich glaube, in der Zeit, als wir da Mitglieder und Sponsoren gesucht haben, ist es sehr gefährlich gewesen, mit ihm auf dem Stuhl zu suchen. Meine Vermutung ist, er war mit der Schere sehr nah gewesen beim Ohr und hat gefragt, tun Sie etwas Sponsoren? Plötzlich ist da Geld geflossen, da haben wir nur noch gestaunt, was da alles reingekommen ist. Also allen, die da beigetragen haben und allen, die da neu Mitglied geworden sind, gebührt ebenfalls ganz herzliches Dankeschön. Der grösste Dank geht an die Schülerinnen und Schüler. Ihr seid ganz tolle Truppe gewesen. Ganz herzlichen Dank an euch und danke auch den Eltern für das Vertrauen, uns ihre Söhne und Töchter anvertrauen zu haben in diesem Jahr. Jetzt bei einer so einer Grußbotschaft, bei einem so Abschluss, möchte mir ja noch den Absolventen, Absolventinnen etwas mitgeben. Da muss man immer überlegen, was kann man denn da sagen? Ja, alles Gute und lebenslanges Lernen ist wichtig und so. Und alles, viel Erfolg, macht es gut, ist klar, wünschen wir euch auch. Und als ich so überlegt habe, sind zwei Sachen passiert und dann habe ich gedacht, genau das wünsche ich euch, das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Zuerst war es, vor genau einer Woche war Diplom 4 von der Berufsschule des ganzen Land. VG, Detailhandel und KV haben abgeschlossen. Ich durfte an dieser Diplom 4 mit dabei sein. Und tatsächlich sind dort Schülerinnen und Schüler von der Marlies und mir, die abgeschlossen haben. KV abgeschlossen, Detailhandel abgeschlossen, VG abgeschlossen. Ich habe dann auf der Liste geschaut, wie viele sind denn das, die vor 3-4 Jahren bei uns weggegangen sind. Und es sind tatsächlich 12 gewesen. 12 junge Damen und Herren, die jetzt den nächsten Abschnitt geschafft haben. Und da möchte ich euch sagen, also eure Aussichten sind wirklich gut, weil alle haben es geschafft von ihnen, was probiert haben. Und es hat die Damen und Herren darunter gehabt, ich kann das bestätigen, wo es den ganz schwierigen Weg war. Und alle haben es geschafft und darüber sind wir natürlich sehr stolz, sehr froh. Und das können wir euch mitgeben. Auch ihr werdet es packen. Auch ihr werdet in 3-4 Jahren an der Abschlussfeier sein. Und vielleicht bin ich dann auch wieder dort und freue mich, euch dort wieder zu sehen. Dann haben wir ein WhatsApp bekommen, vor auch etwa 2 Wochen. Eine Schülerin, die vor einem Jahr da gesessen ist, hat uns geschrieben, sie sind wahnsinnig schnell gegangen das Jahr und sie denken viel an die Zeit bei uns zurück. Und jetzt muss ich noch zitieren, weil das Denken der übertreibt da wahnsinnig. Hat sie geschrieben, das Jahr in St. Gans habe ich extrem weitergebracht.
Das merke ich in vielen Situationen in der Schule. Ihr macht jetzt eine weiterführende Schule und ihr hat das viel gebraucht. Und das hoffe ich, dass euch acht, die da sind, die Zeit auch etwas gebraucht hat. Die Erfahrungen, die ihr können machen, auch etwas auf den Weg mitgibt. Und dass ihr vielleicht im Jahr auch zurückdenkt, okay, das ist gleich gut gewesen, wir haben vielleicht das eine oder andere können lernen, können mitnehmen, können Erfahrungen sammeln. Da ist uns natürlich das Herz aufgegangen, wenn wir das bekommen haben. Das ist toll, dass sie auch an uns gedacht hat nach einem Jahr und uns das geschrieben hat. Das wünschen wir euch natürlich auch, dass ihr die Erfahrung ebenfalls mitnehmen könnt. Und bei dieser Dame und auch bei einigen von euch, nicht bei allen, war ein Thema gewesen, Selbstvertrauen. Und das heisst ja, sich selber vertrauen. Das ist ganz ein wichtiges Thema. Nicht nur bei euch jetzt in diesem Jahr, sondern auch in den Jahren, die vorher gewesen sind. Selbstvertrauen fehlt bei den einen oder anderen, muss man aufbauen. Und da möchte ich euch mitgeben, ihr dürft euch selber vertrauen, ihr dürft an euch selber glauben, jeder und jede einzelne von euch. Wir sind ganz tolle junge Leute, ihr habt ganz tolle Fähigkeiten, Qualitäten, die ihr könnt mitnehmen, die ihr den nächsten Schritt auch schafft. Da sind wir überzeugt. Glauben an euch. Und wenn ihr irgendwann einmal ein bisschen eine Krise habt, dann erinnert euch an uns zurück. Weil Marlies und ich, wir glauben nämlich total, hundertprozentig an jede und jeden von euch. Ihr werdet das alles packen, habt das Vertrauen in euch, glaubt an euch. Und ich glaube, ihr wisst ja, ich habe gerne Botschaften. Botschaften in Text oder Botschaften in Lieder. Dann habe ich so zurückgedacht, was haben wir denn da für Botschaften gehabt? Goethe war das Thema, oder? Er reitet so spät in der Nacht im Wind, das ist der Vater mit seinem Kind. Wie geht es weiter? Ich frage mich. Nein. Sicher die Wahrheit. Genau. Richtig. Aber das hat keine Botschaft, weil die Geschichte endet ja am Schluss nicht so lustig, oder? Also ist das nicht gegangen, dann habe ich weitergeschaut, was gibt es denn da für Botschaften. Und dann ist mir ein altes Lied in den Sinn gekommen, von einem deutschen Liedermacher, von Reinhard May. Das habe ich euch nie vorgespielt. Sonst habe ich euch aber einen ganzen Haufen Lieder vorgespielt und immer gesagt, das ist jetzt eine super Botschaft und da müsst ihr drauf achten. Reinhard May habe ich euch nie vorgespielt, das ist zu alt für euch. Er hat das Lied geschrieben, du bist ein Riese Max. Und da hat er gemeint, der Maximilian, das war sein 7-jähriger Sohn damals. Der war damals 7 und für den hat das Lied geschrieben. Du bist ein Riesenmax, sollst immer einer sein. Großes Herz und großer Mut und nur zur Tarnung nach außen klein. Du bist ein Riesenmax mit deiner Fantasie. Auf deinen Flügeln aus Gedanken kriegen sie dich nie. Also, ihr seid auch alles Riesen. Auch wenn wir vielleicht Gestalt haben von kleinen Menschen. Aber ihr seid alles Riesen. Genau darin ist es nämlich gemeint. Mit der Fantasie, die ihr habt. Mit den Flügeln, die ihr euch entfalten könnt. Da werden wir zu Riesinnen und Riesen, die vieles schaffen können. Weil der Ries kann natürlich schneller mal als kleines Mannli oder Frauli nehmen und irgendwo her tun. Und das könnt ihr alles auch. Ihr habt die Flügel, ihr habt die guten Gedanken, ihr habt auch viel Fantasie, das haben wir auch gemerkt. Nutzt das alles und denkt daran, ihr seid wirklich gross. Nicht körperlich gross, sondern in euch innen sind ihr gross und könnt Grosses bewegen. Und was ich euch noch wünsche, ist, dass ihr etwas findet, beruflich, privat, für das, was ihr brennt. Weil nämlich, wer etwas mit Leidenschaft macht, mit Freude, dann fällt das viel, viel einfacher. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich die Hauptsache. Macht etwas, was ihr Freude habt. Macht etwas, was ihr Leidenschaft dafür habt. Wenn es jetzt im ersten Schritt nicht so ist, im zweiten oder im dritten, findet das raus und geht euren Weg. Wir wünschen euch, dass ihr die Erfahrung könnt mitnehmen könnt, dass ihr glücklich werdet, dass ihr gesund bleibt und dass ihr euch vielleicht irgendwann einmal ein bisschen auch positiv an uns erinnert. Danke vielmals.
Dann kommen wir zu einer weiteren Dame, die aufgekommen ist. Herzliche Gratulation, Madeleine. Zum nächsten Herr, ebenfalls das Jahr abgeschlossen, hat der Bela. Where did you come from? Where did you go?